Hallo euch allen, das sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Pass to the Draft Serie. Wir haben das 12. Spiel der Late Round Hero Highlights zu spielen. Wir sind mit John Sullivan und den Washington Redskins unterwegs im Jahr 2016. Und zwar treffen wir dort auf die Chicago Bears in der Woche 16 in Chicago. Treten wir an. Unsere Aufgabe lautet, einen Touchdown in den nächsten 5 Spielzügen zu erzielen. Dürfen aber kein Rushing Play benutzen, also wir müssen es durch die Luft probieren. Ich hoffe jetzt nicht wirklich genau 5. Im Idealfall machen wir es im ersten und alles ist gut. Zumindest werden wir das probieren, wenn wir hierzu die Spielzüge bekommen. Ja, und der Bubble J Over ist momentan einer meiner absoluten Top-Favoriten. Aber mit Cobb auf der linken Seite, einen Receiver haben wir so schnell, mit dem man das perfekt spielen kann. Cooper auf der rechten Seite fast genauso schnell. Der Safety geht nach innen. Da kommt der lange Ball und der ist vollständig. So, und schon sind wir an der 25-Yard-Linie mit einer Passbombe auf Korb. Das kannst du mit dem aber auch perfekt spielen, weil der halt so wahnsinnig schnell ist. Nehmen wir eine Tight End Attack. Johnson links, Korb, Seite auf der rechten Seite. Meine beiden Tight Ends, Jarwin und Swaim, attackieren die Mitte. Wir gehen auch auf den Tight End. Und oh, der kommt schon fast bis in die Endzone. Der Ball ist an der 2-Yard-Linie. So, aber jetzt müssen wir dort hineinpassen. Das probieren wir mit dem Stick. Cobb geht von der linken Seite aus auf eine Slant Route. Jarwin ist meine Sicherungsoption. Wir versuchen es auf Cobb und der ist incomplete. Der erste Fail, den wir hier haben. Khaidi Mack, der große Khaidi Mack, schlägt den Ball weg. Nehmen wir die Double Slants, das heißt Cooper und Johnson auf der linken Seite, Cobb auf der rechten Seite, alle auf Slantwards unterwegs. Ich achte mal ein kleines bisschen auf Jarwin, ob der sich lösen kann. Das kann er leider nicht. Wir haben gerade ein Problem, weil jetzt müssen wir in die Endzone. Schaffen wir das nicht, ist die Challenge gefailed. Ich probiere den Tight End Angle. Das heißt, ich werde mich auf Swaim konzentrieren. Ich achte ein kleines bisschen auf Keyshawn Johnson, aber Swaim, der Tight End, ist meine Hauptanspielstation. Oder mein anderer Tight End und der ist gedeckt. Das gibt es nicht. Ja, damit haben wir die Challenge leider versaut, weil wir nicht in der Lage sind, den Ball da reinzubringen in 3 Versuchen. Ah, okay, den ganzen Spaß nochmal. Diesmal direkt der Tight End Attack. Keyshawn Johnson links, Cobb auf der rechten Seite. Meine beiden Tight Ends attackieren die Mitte. Wir schauen mal, wer hier wie schnell unterwegs ist. Wow, Keyshawn Johnson ist schnell unterwegs, hat den Ball. Wir sind wieder an der 22-Yard-Linie. Also am langen Pass, daran scheitert es nicht. Jetzt müssen wir nur sehen, also am liebsten jetzt schon in die Endzone, damit wir gar nicht wieder in diese Bredouille bekommen, kurz vor der Endzone darum schachern zu müssen. Nehmen wir die DBL ins. So, Jarwin und Keyshawn Johnson sind da meine Hauptanspiel. Schau mal, was Cobb macht. Ja, wie sich der Safety, ja, der ist gedoppelt. Wir gehen über die Mitte, über auf Keyshawn Johnson. Und der ist in der Endzone. Jetzt haben wir im zweiten Play den Touchdown gemacht. Gilt das? Ich bin gespannt. Da kommt die Auflösung. Ja, damit haben wir die Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.